Die Weltmeere befinden sich derzeit in einem Ausnahmezustand. Im April wurde mit 21,1 Grad die bisher höchste globale Temperatur der Meeresoberfläche gemessen seit Beginn der Satellitenmessungen im Jahr 1981. Die Erwärmung im Nordatlantik ist besonders stark und seit Jahresbeginn außergewöhnlich hoch. Der diesjährige rot eingezeichnete Temperaturverlauf zeigt, dass die Temperatur im Vergleich zur Norm deutlich über den Erwartungen ist. Derzeit ist der Nordatlantik um 0,5 Grad wärmer als je zuvor gemessen. Die starke Erwärmung der Weltmeere und die Ansammlungen von marinen Hitzewellen ist eng mit dem menschengemachten Klimawandel verbunden. Die Ozeane nehmen etwa 90% der Wärme auf, die durch die menschengemachten Treibhausgase entsteht. Dies erhöht natürlich dann die Wahrscheinlichkeit vom Auftreten von marinen Hitzewellen. Doch die globale Erwärmung alleine kann die aktuelle Hitzewelle im Nordostatlantik nicht vollständig erklären. Eine Reihe von weiteren natürlichen Faktoren stehen dabei in Verdacht, beispielsweise schwächere Winde, die den Subtropenwirbel im Atlantik bremsen, oder das Ausbleiben des kühlenden Effekts von Sahara-Staub über dem Atlantik. Marine Hitzewellen sind oft sehr schädlich für marine Ökosysteme. Das hat uns der Blob, der vor 10 Jahren im Nordostpazifik aufgetreten ist, gezeigt. Die damalige Hitzewelle führte zu einer erhöhten Sterblichkeit von Vögeln, Fischen und Meeressäugern sowie zur Entstehung von schädlichen Algenblüten. Einige marine Populationen haben sich bis heute nicht vollständig erholt. Zudem verursachen marine Hitzewellen Korallenbleichen, führen zu Verschiebungen von Fischgemeinschaften in kühlere Gewässer und tragen oft zum starken Rückgang des Meereises und zur Intensivierung von tropischen Wirbelstürmen bei. Der tropische Pazifik wird voraussichtlich in den kommenden Monaten eine weitere Erwärmung erfahren, da die Wahrscheinlichkeit für einen starken El Niño in den nächsten Monaten sehr hoch ist. Die aktuellsten Vorhersagemodelle deuten alle auf einen starken El Niño hin. Dies wird die globale Erwärmung temporär noch verstärken. Nun, während einer El Niño-Phase sehen wir oft, dass es zu einer erhöhten Trockenheit und Dürre in Australien und Indonesien kommen kann, während in bestimmten Regionen Südamerikas starke Regenfälle und Überschwemmungen auftreten. Die Auswirkungen auf die Schweiz sind nicht ganz klar, aber man geht davon aus, wenn die Temperatur global erhöht ist während einem El Niño, steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen, Dürreperioden, aber auch Starkniederschlagereignisse in der Schweiz. Wir konnten zeigen, dass die Häufigkeit von marinen Hitzewellen über die letzten 40 Jahre sich verdoppelt hat und etwa 85-90% aller marinen Hitzewellen nicht vorgekommen wären, wäre da nicht der menschengemachte Klimawandel. Die neuesten Klimamodellprojektionen zeigen, dass unter einem 2-Grad-Szenario relativ zu vorindustrieller Zeit die Häufigkeit von marinen Hitzewellen um das 20-fache erhöht wird und dass Hitzewellen, die früher kaum auftraten, dann jährlich vorkommen werden.